Ihr wunderschönen Menschen da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge God of War. Die letzte Folge war so eine kleine Special-Folge. Wir haben noch ein bisschen Randale gemacht in Muspelheim. Und ich hatte heute Morgen selber ein bisschen Muspelheim-Action in meinem Computer. Es kam heute Morgen tatsächlich dann um 5, 6 Uhr das lang ersehnte Gewitter mit Abkühlung. Es regnet immer noch und dementsprechend habe ich dann den Rechner vom Strom genommen. Ich habe zwar auch so eine Überspannungsschutzleiste und sowas, aber ich gehe da lieber auf Nummer sicher und ziehe alle Kabel raus. Habe mich wieder schlafen gelegt bis 8. Und dann habe ich heute Morgen den PC wieder angesteckt und angemacht und irgendwie hat die CPU-Kühlung das nicht so geil gefunden, dass der Strom weg war und hat einfach nicht funktioniert und dann ist mein PC bei 105 Grad irgendwann ausgegangen. Da habe ich also ein bisschen Muspelheim-Feuer in meinem PC gehabt. Aber jetzt läuft alles wieder, Gewitter ist auch da und wir können weitermachen. Und die Annika war ein bisschen enttäuscht von Muspelheim, die fand das nicht so geil, die steht auch nicht so aufs Kämpfen, die mag vor allem die Story. Und wir haben auch noch diese beiden Missionen hier. Wobei, wenn ich das gerade sehe, der Wetzstein ist irgendwo da ganz oben. Da waren wir noch nie, insofern sollten wir das vielleicht doch nicht jetzt machen. Das ergibt sich wahrscheinlich, wenn wir hier den Meißel suchen dann da. Insofern machen wir einfach die Hauptstory weiter. Die Schlange sagt, um den wirklich höchsten Gipfel zu erreichen, brauchen wir zwei Dinge. Die geheime Weltenrune für Jötunheim und ein Stück eines magischen Meißels zum Zurechtschnitzen. Zuerst suchen wir nach dem Meißel. Okay, das bedeutet für uns, es geht zurück zum Boot. Muspelheim war cool. Ich meine, wir haben ja auch starke neue Ausrüstung bekommen. Insofern hat sich das gelohnt. Folge mir, Atreus. Bin unterwegs. Aber das soll dann auch erstmal alles gewesen sein. Ich finde, das war spaßig. Aber ich habe jetzt auch erstmal genug von diesen Kämpfen. Wir werden die irgendwann noch dann zu Ende machen. Es sind ja noch drei Schwerter quasi. Also 6 Kämpfe sind noch übrig. Und die machen wir dann irgendwann mal anders noch. Wahrscheinlich gegen Ende des Spiels. Aber das war auf jeden Fall schon ganz interessant. Zu den beiden Ruderern, die da stehen. Da müssen wir zwischendurch fahren quasi. Mir, gibt es eine Geschichte zu dem Riesen mit dem Feuerschwert? Zurte der Tapfere. Na klar. Wir haben so viel über Frostriesen geredet. Da wird es langsam Zeit, dass wir zu dem feurigsten Riesen von allen kommen. Damals, als Ymir aus Ginnungagap hervorging, war es Sutr, der ihm folgte. Er kam aus Muspelheim, der Feuerwelt. Und brachte Wärme in den jungfräulichen Kosmos, indem er aus seiner urzeitlichen Flamme die Sonne schlug. Aber kommen wir jetzt zu dem Feuerschwert, ja? Surtr der Tapfere schmiedete sein Feuerschwert zu einem einzigen Zweck, um Asgard niederzubrennen, wenn Ragnarök schließlich beginnt. Er ist dazu auserkoren, durch Thor oder Odin zu sterben. Doch dabei wird er den Schlag ausführen, der ihre Welt in Schutt und Asche legt. Und aus dieser Zerstörung kann die Welt neu geboren werden. Bis dahin wartet er im Muspelheim, schläft niemals, sondern wetzt seine Flammenklinge. Der tapfere, edelmütige Sultan, der weiß, dass ihn nichts als sein Ende erwartet. All das, weil er sich dazu entschied, einem großen Kreislauf zu dienen, so viel größer als er selbst. Wenn du wahrhaft deine Bestimmung akzeptierst und die erforderliche Geduld und Opferbereitschaft aufbringst, wird dein Tag kommen. Glaubst du, wir erleben das, wenn der Tag kommt? Ich hab genug Kriege zwischen den Göttern gesehen. Aber du, kleiner Mann, wer weiß. Surtr und das Flammenschwert. Ein bisschen weitere Hintergrundinformationen zu Muspelheim und diesem Surtr, der da mit seinem Flammenschwert quasi diese Prüfung für uns bereithält. Aber das ist jetzt nicht mehr die Story. Muspelheim ist jetzt vorbei. Wir machen tatsächlich Hauptstory weiter. So, da vorne ist ein riesiges Gatter. Da kommen wir nicht durch. Und deswegen vermute ich mal, dass wir hier anlegen müssen und das Gatter hochkurbeln müssen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass hier auch Gegner... Ah nee, erstmal ein Geist. Du wurdest zu früh aus dieser Welt gerissen. Hallöchen, ich würde gern das Tor. Hast du irgendwas für mich, oder? Okay, hier können wir wahrscheinlich eine Mission annehmen. Ihr, die ihr unter den Lebenden weilt, meine geliebte Gulweg ruft mich. Sie sehnt sich nach Frieden, doch ihre Überreste sind verstreut. Ich flehe euch an, macht meine Gulweg wieder ganz. Wir sollen ihre Knochen holen? Igitt! Gulweg Seidel-Magie kennt keine Grenzen. Sie kann euch mit jenen einen, die ihr verloren habt. Echt? Wie? Junge. Ich rieche deine Trauer, Kind. Sei versichert, ihre Magie ist stark genug, um Brücken zwischen Leben und Tod zu schaffen. Wenn auch nur für kurze Zeit. Junge,
Wir gehen. Sie haben 3 Knochen der süßen Gulweg genommen und am See verteilt. Bring ihre Knochen, Kind. Gulweg wird dich belohnen. Ein Geist des Sees, der uns hier das Blaue vom Himmel verspricht, Brücken zwischen den Lebenden und Toten will der anscheinend erschaffen. Vielleicht könnten wir mit Mutter reden. Genau, das meine ich doch. Der Geist verspricht uns das Blaue vom Himmel und der Junge ist natürlich Feuer und Flamme, wenn er eine Chance sieht, vielleicht mit Mutter zu reden. Und insofern machen wir den Auftrag natürlich. Der Geist will, dass wir die Knochen dieser toten Frau finden und zurück zu ihrer Leiche bringen. Ihr fehlen beide Hände und der Kopf. Ziemlich widerlich. Aber wenn es funktioniert, könnte es sich lohnen. Dafür würden wir nämlich eine weitere Tieropfergabe kriegen. Das könnte sich also tatsächlich lohnen, auch dann für Kratos. Der macht die Sachen ja immer nur, wenn es also sich dann auch finanziell, beziehungsweise, ja, wenn wir irgendeine Belohnung kriegen, irgendwas Tolles, dann ist Kratos auch mal dabei, aber nur um irgendwem zu helfen, da ist er nicht so am Start. Meine schöne Gulweg, diese Welt leidet ohne ihren Geist. Ja, wir werden mal gucken, was sich machen lässt, kann aber ein bisschen dauern, ich habe noch andere Aufgaben vor mir. Hier liegt so viel Leben, ich bin gerade ein bisschen, ach guck mal, da ist, jetzt sehen wir mal live diesen Flammenzorn. Das liegt an dem Griff. Die Flamme, die Axt wird dann so rot und jeder Schlag macht solche Feuerwellen. Das ist schon ziemlich geil. Das ist schon ziemlich, ziemlich geil. Und das liegt, glaube ich, nur an diesem Griff, den wir da dran gemacht haben. Also es lohnt sich. Ich hätte gedacht, hier gibt es einen Kampf, weil hier ist so eine freie Fläche. Hier liegt 3-mal Leben. Okay, wir kurbeln erstmal. Ah, gut. Der besondere Meister befindet sich gleich hinter diesem Turm. Genau deswegen... Sei bereit! Ah! So viel zum Thema Kampfarena, meine Freunde. So viel zum Thema Kampfarena. Okay, entfessel die Wölfe, Kollege. Ich mach den hier. Zack, 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 zack. Und wir machen den hier. Und dann machen wir den hier. Schnappen uns den Ogre. Sogar verspeise ich ja inzwischen zum Frühstück. Ja, Ogre verspeise ich inzwischen tatsächlich zum Frühstück. Da habe ich wirklich gar kein Problem. Die Dinger sind richtig leicht zu besiegen. Ich würde sagen... Vater, vielleicht sollten wir die Knochen doch suchen. Warum? Hast du nicht gehört? Wir könnten mit Mutter reden, wenn wir vorsichtig sind, während Such sie, wenn du willst, Junge. Ich lasse mich nicht auf so einen Unsinn ein. Ja, insofern, der Junge kann die Knochen suchen, wenn er da Bock drauf hat. Kratos ist da nicht so der Begeisterte. Boah, ja, jetzt haben wir so viel Leben gehabt. Es lag daran, dass hier ein Ogre-Kampf gewartet hat. Aber ich muss sagen, der war ja wirklich schnell Geschichte, ne? Einmal den Ogre auseinanderhacken mit meinen ganzen Skills, dann noch kurz die paar Elfen da auseinanderprügeln mit Rage und schon ist das erledigt. Kein bisschen Leben verloren. Und wir kriegen Beute. Wir kriegen, festen Svartalfheim-Stahl, Hacksilber natürlich und außerdem ein Symbol der List. Das dürfte ein Zauber sein. Ja, da sollte ich ja am Ende doch recht behalten. Ich erkenne inzwischen bei diesem Spiel, wenn irgendwo ein Kampf auf uns wartet. Diese freie Fläche mit den Lebenspaketen dabei, die war einfach zu verlockend. Da musste doch ein Kampf auf uns warten. Aber wir sind hier fertig, das Tor ist offen. Wir haben den Auftrag angenommen und wenn der Junge jetzt irgendwelche Knochen findet, dann soll er die halt mitnehmen. Ist mir ja egal. Weiter geht's. Dieser Meißel, den wir suchen, was ist das? Ich bin froh, dass du danach fragst. Da habe ich die beste Geschichte dazu. Einst lebte ein Riese namens Tabor. Ein sehr riesiger Riese, der trotz seiner berghohen Gestalt ohne Frage der beste Steinmetz war, den diese Welt je gesehen hat. Der stolze Tabor hoffte, eines Tages sein ganzes Wissen an seinen Sohn weitergeben zu können. Doch der junge Rindur hatte das Herz eines Kriegers. Vielleicht trug der Vater zu große Furcht in sich oder der Sohn zu wenig. Wie dem auch sei, ein Streit von ihnen geriet außer Kontrolle. Und der überarbeitete Steinmetz, bong, schlug seinen Sohn. Rindur floh in die Nacht hinaus. Vor Schande und Bedauern lief Tamur seinem Sohn nach. Doch aufgewühlt wie er war, hatte er sich schon bald in Midgard verlaufen und war allein. Leider fiel er der einen Person ins Auge, der er des Nachts so fern von zu Hause nicht begegnen wollte. Thor. Und? Was geschah dann? Wirst du schon sehen.
Tja, wir kommen vom See her geschippert und hier wird's plötzlich kalt und eisig. Sehr, sehr schön. Schnee hatten wir bisher ja nur oben auf dem Gipfel. Aber hier haben wir riesige Eiszapfen, eine magisch-mystische Gegend hier. Wir kommen gerade aus dem überheißen Lava Muspelheim und jetzt sind wir plötzlich hier. Thor tötete ihn. Oh nein, er fiel auf ein Dorf? Ja, Tamur zerschmetterte bei seinem Fall einen netten Ort, dessen Bewohner den wahren Gott Njörd verehrt. Thor behauptete immer, das alles geplant zu haben. Aber die Wahrheit ist, dass der Sack einfach Glück hatte. Also die Göttergeschichten von Mimir gefallen mir. Die haben immer so einen lustigen Twist noch mit dabei. Aber was ist denn das hier für eine eisige Einöde, Mensch? Und da oben sehen wir ja Dinge. Wir sehen einen riesigen Hammer und irgendwas, was im Schnee vergraben ist. Und ich glaube, hier vorne können wir anlegen. Dann werden wir das tun. Aber was ist das? Sieht aus wie eine Hand. Nördliches Dock. Feinde da vorne. Oh, da sind was Feinde. Sollen wir tun? Das sind aber neue Feinde, die wir noch nicht kennen. Das ist irgendwas Neues, irgendwelche Wolfswesen. So in der Art. Wo sind wir denn jetzt angekommen? Ach, hier liegt er. Guck mal, hier liegt er. Tamurs Leiche. Das ist eine eigene Region. Auch nicht schlecht. Und er hat den Hammer hier in der Hand und das ist also tatsächlich eine Hand hier vorne. Und da ist der Hammer, den wir auch sehen. Und das Ding liegt hier halt gigantisch groß. Okay, 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 okay. Wir sind hier jedenfalls richtig und hier wollen wir auch hin für diesen Meißel. Und der andere Auftrag, der ist ganz, ganz, ganz woanders noch da weit hinten drin, irgendwo im Land. So, hier ist auch wieder so ein mystisches Tor, das heißt, wir kämen auch zurück. Per Schnellreise quasi. Ein Wolfe! Eine gefährliche Bestie. Wir werden ihn gemeinsam erledigen. Okay. Eine neue Art von Gegner. Grober, noch nicht. Naja, so gefährlich sieht er jetzt auch nicht aus. Wolf, hinter dir, Bruder! Okay, den einen haben wir schon. Einfach mal durchziehen hier. Einfach mal durchziehen. Wir suchen einen Meißel? Die Spitze davon, ja. Einen sehr, sehr großen Meißel. Wir suchen die Spitze von einem sehr, sehr großen Meißel. Und hier ist der, guck mal, das ist ein Fingernagel da vorne. Der Kristall im Ring sieht vielversprechend aus. Ja, der Kristall im Ring sieht tatsächlich, das ist mir auch gerade schon aufgefallen. Der Junge hat uns jetzt schon wieder darauf hingewiesen, weil ich zu lange brauche mit meinem Gequatsche. Das sind Fingernägel. Und das sind so ungefähr die Verhältnisse, die Größenverhältnisse, die man eigentlich von God of War gewohnt ist. Irgendwelche, also wo die Fingernägel quasi größer sind als Kratos selber. God of War Größenverhältnisse. Und hier ist auch wieder eins von Odins Toren. Kommt man natürlich immer noch nicht rein. Aber inzwischen haben wir wirklich 5 von 7 schon entdeckt. Also ich werde wahrscheinlich alle entdeckt haben, bevor wir auch nur in die erste reinkommen. Jetzt haben wir den Ring runtergeschossen. Das hat gar nichts gebracht. Ah, ich weiß, was wir machen. Ich weiß, was wir machen. Wir drehen den Ring, ja, und dann schießen wir uns damit quasi hier die Eistore weg. Das ist natürlich genial. Also der gute, wie heißt er nochmal gleich? Tamur. Der gute Tamur hat einen Ring mit so einem roten Kristall drin. Und wenn wir dann darauf schießen, können wir den quasi benutzen, um uns hier das Eis wegzumachen. Sehr, sehr praktisch. Oh, netter Trick, Junge. Danke. Deine Idee. Okay, fester Swartalpha im Stahl, den können wir gut gebrauchen. Annika wird sich freuen, dass wir ein bisschen storymäßig weiterkommen. Also sie findet das Spiel auch sehr geil, aber die mag halt dieses Kämpfen nicht so. Die skippt meistens die Kämpfe dann im Video. Und die letzten beiden Folgen waren natürlich sehr viel Kämpfen und wenig Story. Und da ist Annika nicht so der Fan von. Aber heute kommen wir ja tatsächlich auch storymäßig weiter. Da freut die sich. Da ist noch ein Tor. Dann haben wir jetzt schon 6 von 7. Ich sag ja, wir haben alle entdeckt, bevor wir auch nur eins geöffnet haben. Und die Überlebenden? Oh, Tamur war ein Frostriese. Als er starb, ließ sein letzter Atemzug alles gefrieren. Deswegen ist hier alles gefroren.
Tamur, der da oben liegt, die Leiche, das ist ein Frostriese gewesen. Und dann hat er ausgeatmet und deswegen ist hier alles verschneit. Ich habe mich schon gefragt, weil ich meine, das ist ja auf derselben Höhe wie der See auch und sowas. Und hier ist es aber halt alles verschneit. So, da hängt noch ein Eimerchen, den können wir uns noch eben plündern. Junge, wir gehen weiter. Wir sind auf der Suche nach der Spitze eines sehr, sehr großen Meißels. Im Übrigen, das da oben, ne, die Höhlenmalereien hier, das sind Körperteile von Tamur. Er ist halt wirklich gigantisch, ne? Oh Mann. Okay, da müssen wir hochklettern. Ich vermute nur, wenn ich jetzt an der Kette ziehe, dann rutscht das runter, ne? Ne, es hält sogar. Hätte ich nicht gedacht. Da ist er. Finde die Spitze des Meißels. Das ist die Magie, die wir brauchen. Die Spitze des Meißels. Ist das vielleicht das, was in seinem Kopf steckt? Ist das vielleicht die Spitze des Meißels, die quasi dann... Sag einfach Bescheid. Sind da schon wieder solche Wolfsgegner? Ich glaube aber, da unten war noch was. Genau, da war noch eine Kiste. Ich muss noch ganz kurz die Kiste mitnehmen. Oh, wir kriegen was Blaues. Würmrunen-Schulterrüstung. 24 Runenkraft, 31 Abwehr und 10 Stärke. Das hätte natürlich deutlich mehr Runen. Wir verlieren ein bisschen Abwehr, wir verlieren deutlich Abklingzeit. Also optisch sehen natürlich auch die Magma-Dinger deutlich cooler aus, deswegen behalten wir die mal. Manchmal geht halt auch Optik vor Skill. Vulva. Sie sehen aus wie Wölfe, gehen aber aufrecht und sind viel klüger und stärker und schneller. Ihr dichtes Fell schützt sie sehr gut. Sie erinnern mich ein bisschen an diese Berserker, die Vater letzten Sommer besiegt hat. Aber halt Wölfe und keine Bären. Okay, wie war das jetzt mit dem Vulva? Den werden wir mal ausschalten natürlich, ne? Pass auf, Junge, du schießt auf den und ich hol mir die Kiste. Beziehungsweise, ach so, es sind sogar mehrere. Okay, den haben wir schon mal ziemlich auseinandergepflückt. Und diese Attacke hier, die ist so extrem stark und so geil. Oh, ach so, da ist noch was anderes. Da ist noch ein Eisvergessener, der auf uns... Ach so, okay. Den habe ich gar nicht gesehen eben. Tatsächlich, es hat noch nicht gereicht mit den Vulvern, jetzt haben wir auch noch einen Eisvergessenen am Stissel hier. Ach, meine Güte. Ich meine, wir hatten jetzt schon einen Waldvergessenen, wir hatten einen Feuervergessenen. Die Dinger kann man besiegen, aber ich finde tatsächlich, dass sie so mit zu den schwersten Gegnern gehören. Aber wenn ich natürlich hier so ein bisschen um das Ding rumlaufe und der dann immer dagegen schießt. Am besten ist es natürlich, wenn man sich die Teile aufnimmt, die der fallen lässt. Ganz ehrlich, das macht am meisten Schaden. Aber dafür muss man halt auch nah dran gehen und da bin ich dann immer so ein bisschen fein von. Ich gehe da nicht gerne nah dran. So, die Nachtmare müssen wir loswerden. Okay, ich glaube, die Nachtmare haben wir ausgeschaltet. Also, wie gesagt, normalerweise macht es am meisten Sinn, wenn man sich die Teile aufhebt, die der fallen lässt. Aber dafür muss man halt sehr nah dran gehen. Und da bin ich eigentlich kein Freund von. So, aufheben, schmeißen, jetzt drauf auf ihn und ordentlich hacken. Wir werden ihn noch nicht ganz töten, aber wir werden ihm auf jeden Fall gut Schaden machen. Ja, okay, er hat noch ungefähr ein Viertel Leben. Boah, das sieht so episch aus. Diese Dinger sind so geil gemacht, Mann. Komm, auf mit der Futterluke. Rein damit. Und jetzt die Dinger aufheben. Draufschmeißen. Aufheben. Draufschmeißen. Aufheben. Draufschmeißen. Und Geschichte. Sehr gut. Gut gekämpft. Das hat echt gedauert. Ich muss sagen, der war tatsächlich leichter zu besiegen als der im Wald letztens. Der bei Fafnirs Lagerraum, der Waldvergessene, der mit seinem Feuerlaser und so, der war echt härter als der hier. Der hier ging wirklich gut tot eigentlich. So, fester Stahl. 4 Stück. Das kann ich sehr, sehr gut gebrauchen. Hacksilber natürlich. Ein bisschen Leben, was wir gar nicht brauchen. Dann finden wir hier außerdem vergessene Trümmer. Dann finden wir außerdem einen seltenen Zauber, der unsere Resistenz gegen Frostangriffe um 20% verbessert. Können wir je nach Bedarf dann irgendwann mal reintun. Wenn wir jetzt gegen einen starken Frostgegner kämpfen, dann tun wir das rein. Und wahrscheinlich auch ein vergessenes Herz. Genau.
Sehr schön. Geiler Kampf. Ich liebe die Vergessenen. Das sind so mit... Also klar, es sind mit die stärksten, aber auch mit die coolsten Gegner, finde ich. So, wir hatten hier aber noch viel, viel mehr. Da ist zum Beispiel noch ein Tor mit einer Kiste hinter. Hier steht noch eine Kiste rum. Der Junge spoilert mir schon wieder irgendwelche Sachen. Der erzählt schon wieder... Oh, da ist was. So, das ist wahrscheinlich das nächste Teil hier aus dem Set, ne? Runenweber Plattenarmschienen. Die bringen auch 18 Runen, 7 Stärke. Da muss ich sagen, finde ich aber meine derzeitigen besser. Insofern ziehen wir die nicht an. Das ist schon cool, wie es jetzt hier weitergeht. Okay, da vorne kann der Junge irgendwas lesen. Kannst du das lesen? Ja, wir bringen Njörd die Beute des Meeres. Ah ja, man glaubt, Njörd beschwichtige den Wind und die See für die Fischer. Dafür liebten und verehrten sie ihn hier. Okay. Was soll mir die Information jetzt bringen? Man weiß es nicht. Hier liegt noch ein bisschen Hacksilber rum. Hier habe ich auch noch einen Gegner auseinandergehackt. Diese eine Attacke, ne, diese Bodenstampfer, wo der immer so bam, 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 die ist so stark inzwischen. Ich habe die ja auch verbessert. Dadurch können wir jetzt, glaube ich, 8-mal insgesamt schlagen. Und das ist halt einfach so extrem stark. 5-facher Schaden, 8-mal auf dem Boden, alle 47 Sekunden. Die ist so extrem geil, diese Attacke. Ich liebe sie und werde sie wahrscheinlich auch so schnell nicht raustun, weil damit hackst du halt wirklich alles klein, ne. Super geil ist sie. So, hier liegt so ein... Hey, der Start des Weltenbaumharz. Praktisch. Ja. Aber es müsste auch noch... für den Kristall. Aber wie bekommen wir ihn runter? Genau, das ist das Ding. Hier ist nämlich ein Kristallsockel. Jetzt brauche ich nur noch den dazugehörigen Kristall. So, und hier ist ja auch ein Tor. Da wollen wir natürlich durchkommen. Dafür müssen wir wahrscheinlich hier diese Runen drauf packen. Okay, schauen wir mal. Okay, das ist schon mal richtig. Das ist ein auf dem Kopf liegendes R. Der zweite ist... Warte mal, da oben können wir auch was drehen. Ah, sehr gut. Ist das richtig? Nee, das ist noch nicht richtig. Das heißt, wir müssen den wieder rausholen und weiter drehen. Ist das richtig? Das sieht richtig aus. Jetzt fehlt nur noch der dritte. Und der dritte ist versteckt mit Harz. Das heißt, wir nehmen uns hier so ein bisschen so ein Harzkristall und legen da vorne das dritte Ding frei. Und dann schießt der Junge drauf. Und dann wird der letzte freigelegt. Und war's das? Ich glaube, das war's, oder? Ja, das Tor öffnet sich. Und wir kommen zumindest an die Kiste. Gut versteckt. Atreus, komm her. Komm schon, komm schon. Ei, das ist episch. Ein Zeichen des Hüters, ein legendärer Zauber. Erhöht den Schaden aller Axtwürfe um 6%. Und 4600 Hacksilber und 5-mal festen Zwart Alpha im Stahl. Was will man eigentlich noch mehr, meine Freunde? Das hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Ich muss sagen, diese Eiswelt hier, das gefällt mir sehr gut. Schnee und Eis sind immer schön. Aber wo und wie kommen wir jetzt an so einen blauen Kristall dran? Ach so, aha. Ja, denken wäre natürlich ganz gut, ne? Denken wäre natürlich ganz gut. Wir können uns hier diesen... Noch mal so ein Ding nehmen, können uns da oben wahrscheinlich den Kristall runterschießen. Da habe ich jetzt eben gar nicht dran gedacht. Pass auf. Zack. Yes. So muss das natürlich gemacht werden, klar. Logisch, habe ich nicht drüber nachgedacht eben. Ich habe die roten Dinger nicht gesehen. Wuhu, sagt er und schlittert über das Eis. Pass auf, dass du nicht einbrichst. So, und jetzt bitte drauf schießen. Oh, ein Weltenriss. Na dann, zeig mal her. Ah ne, einfach nur Belohnungen, okay. Formlose Substanz, Weltenstaub, genau. Und kriegen wir noch mehr? Nee. Aber 5 von... Ah, okay, wir kriegen Erfahrungspunkte und Hacksilber. Dann können wir ja jetzt weitergehen. Jetzt haben wir die Kiste gemacht. Wir haben die Tafel da hinten gelesen. Wir haben den Weltenriss geschlossen. Ich glaube, wir können weiter. Ach so, jetzt wollte ich mal ganz kurz gucken. Ich habe doch jetzt viele Erfahrungspunkte. Genau, 18.900 habe ich. Theoretisch habe ich ja noch ganz viele Fähigkeiten, die ich skillen kann. Beim Schild zum Beispiel habe ich noch mega viel, aber ich benutze das Schild zu wenig, um da irgendwie Punkte reinzustecken. Beim Jungen haben wir alles geskillt, was geht. Wir können auch die Wölfe verbessern. Die Attacke vom Jungen, die Wölfe. Dann machen die noch mehr Schaden und mehr Betäubung. Das könnten wir mal machen, auf jeden Fall, machen wir. Da habe ich was gefunden, wo ich meine Erfahrungspunkte reinbuttern kann. Okay, wir machen jetzt auch nicht mehr allzu lange, aber... Ach, noch mehr von diesen Eisnachtmaren. Die sind aber auch ekelhaft, die Dinger. Ekelhaft sind die. Das war gut, oder?
Ja, du warst ich super. Ich sehe Fortschritte. Okay, Junge, wir gehen weiter. Zumindest noch zu Tamos Leiche. Ich will gucken, was wir hier finden. Kopf des Tamur. Wie kommen wir runter? Ich habe einen Plan. Wirklich? Tu nicht so überrascht. Nichts für ungut, Bruder, aber ich glaube, dass nicht einmal Thor mit Mjölnir durch so viel Eis käme. Dann ist Thor ein Narr. Dürfte unterhaltsam werden. Junge. Bereit. Ach so, okay. Schönen guten Tag. Schwere Draugur. Apropos Wölfe und verbesserte Wölfe. Zeig doch mal, was die Wölfe können. Ah, herrlich. Einfach nur herrlich. Ah, ich liebe diese Schmetterattacken, Mensch. Ich liebe diese Schmetterattacken. Wir sind tatsächlich ziemlich stark. Da kann man nichts gegen sagen. Wir sind ziemlich stark. Okay, einmal die Halskette benutzen und dann nochmal den hier machen. War's das? Nee. Oh, da kommt noch mehr. Da kommt ein kleiner Ogre. Vielleicht kann der Ogre uns ja das Eis einbrechen hier. Wer weiß. Ach so, ach so. So viel zum Thema ein kleiner Ogre. So viel zum Thema ein kleiner Ogre. So viel zum Thema ein kleiner Ogre. Wie viele Gegner kommen denn hier, Mensch? Ach du meine Güte. Aber die Wölfe sind jetzt gleich wieder bereit. Okay, entfessel die Wölfe, Kollege. Rechte Seite! Okay, den einen Dickern. Das eine Dickerchen haben wir jetzt. Vielleicht können wir mit ihm nochmal den anderen ein bisschen hauen. Ein Kampf zwischen zwei Ogre. Ah, ist das saftig, Mensch. Ist das saftig hier. Ich glaube, meine Freunde, das haben wir hier. Den Kampf haben wir in der Tasche. Das war schwierig. Kommt hier hoch! Ach, wir sind da. Sindri wartet auf uns, Mensch. Ein neuer Eintrag im Bestiarium. Schildtrauger. Wildes Schwingen wird seine Abwehr nicht durchbrechen, aber wenn Vater seinen Blockbrecher einsetzt, sollte er eine Lücke finden können. Oder wir hacken einfach alles drauf, was geht. Also, theoretisch wollen wir durch dieses Eis hier durch, aber er sagt, das ist so dick, dass selbst Thor mit seinem Hammer nicht durchkäme. Ich glaube, der Plan, den wir haben, ist, dass wir diesen großen Hammer auf diese Eisfläche hier fallen lassen. Und dann kommen wir durchs Eis. Aber erstmal sollen wir mit Sindri sprechen. Ich habe halt gerade mal wirklich irgendwie 10 Trauger und 2 Ogre auseinandergehackt. Als wär's nix. Ich habe nicht mal Leben verloren, Leute. Also, ich weiß nicht, ob es an der neuen Ausrüstung aus Muspelheim liegt oder ob wir einfach inzwischen gut kämpfen. Ich habe natürlich auch Skillsets inzwischen, die auf Maximum sind und so, aber das war wirklich ein reinstes Hackfest hier gerade. Achtmal fester Svartalpha im Stahl. Was will man eigentlich noch mehr, Mensch? Das war richtig fett hier. Vor allem, da kamen immer mehr Gegner. Ich dachte so, oh Gott, jetzt kommt noch ein Ogre. Plötzlich kommt noch ein zweiter Ogre und nochmal 6 Draugur hinterher, ey. So, aber Sindri hat uns hier die Kette runtergeschmissen. Sehr nett. Wow, das war ein Wahnsinn, der...
Kampf. Hier, fang. Na toll, jetzt hast du einen leckeren Apfel versteckt. Warum sah man dich nicht? Hier kann man sich nirgendwo verstecken. Oh, das ist ein kleiner Trick meines Volkes. Eine Art, unentdeckt zu bleiben. Du kannst unsichtbar sein? Ich habe die Fähigkeit, in die Zwischenwelt zu treten. Und euer Hirn versteht nicht, was es sieht. Und deshalb sieht es gar nichts. So vermeiden wir es, die Waffen, die wir fertigen, benutzen zu müssen. Bei Drachen funktioniert das wohl nicht. Dein Bruder hat gefragt, ob du genug isst. Sieht ganz danach aus. Brock hat nach mir gefragt. Brauch sein Atem nach Met. Er hat sich schon wieder angefasst. Na dann kommt. Deshalb war Brock im Tempel, nachdem das Wasser sank. Die Zwischenwelt! Kein Wort mehr. Still! Hierfür brauche ich absolute Ruhe. Bitteschön. Okay. Damit haben wir nochmal ein Zeichen der Zwerge bekommen. Ich finde die, also Brock und Cindy sind einfach super lustig und sympathisch. Und außerdem bringen sie uns ständig neue Verbesserungen für die Axt. Das war auf jeden Fall ein sehr fettes Abenteuer und ich denke, wir sind auch gut vorangekommen. Das ist halt wirklich eine Leiche, ne? Dieses riesige schwarze Loch da vorne mit diesen Gräsern drin, dort ist ein Loch, ein Nasenloch mit Nasenhaaren. Und das sind Barthaare hier, diese riesigen Dinger. Also man muss sich mal der Dimension bewusst werden. Das ist halt wirklich die größte Leiche, die man halt lange gesehen hat, ne? Meine Güte. So, wir können also jetzt hier verschiedene Dinge tun. Wir können Sachen verkaufen natürlich. Die wir jetzt sowieso nicht anziehen, die wir da gefunden haben. Diese Armschienen und sowas. Auch die Zauber, die ich nicht benutze, können wir natürlich verkaufen. Angeblich habe ich ein vergessenes Herz irgendwo verloren oder liegen lassen. Sammeln wir natürlich ein. Ich weiß nicht, wo ich das angeblich habe liegen lassen. So. Kann ich irgendwas Sinnvolles verbessern? Ich kann den Köcher verbessern zum Beispiel. Ansonsten aber so gut wie gar nichts, leider. Insofern habe ich zwar jetzt Hacksilber und Gegenstände, aber ich kann nichts herstellen, was ich irgendwie besser finde. Ich könnte aber natürlich den Köcher mal verbessern, das machen wir. Fallkapazität wird auf 4 erhöht. Ansonsten kann ich nämlich nichts Sinnvolles machen. Stets zu Diensten. Das soll es auch erstmal gewesen sein für heute. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, eine echt geile Folge God of War. Und ich denke, so machen wir auch weiter. Wir untersuchen hier die Leiche, gucken, ob wir da irgendwie das Eis durchbrechen können, suchen die Meißelspitze und was nicht alles. Lasst ein Däumchen da, wir sehen uns wieder bei God of War. Euer Walle, bye bye. Und schöne Grüße gehen natürlich raus an meinen Schatz, an die liebste Annika. Ich hoffe, die Folge war mehr nach ihrem Geschmack, auch wenn wir natürlich den einen oder anderen Oger und Vergessenen auseinandergehackt haben. Tschüssi!